so, because they need clean. Is that a clean? Was willst du das auch? Erweisen, wo seien das alt, Teilen von einer Säge auf Jiddisch? Komm mit zu weisen dir. Guck auf das. In der Mitte ist die Gräßbedenrot. Lehm die Gräßbedenrot ist die Kleinbedenrot. Lehm die Kleinbedenrädel geht die Sekunderrädel. Bei der Sekunderrädel geht die Ankerrädel. Und zum Sof geht der Ankerstick, was connect zu gehen. Okay, das ist alles. Und mehr nicht da. Oh, sie da noch ein paar Sachen, aber das sind die Glauben der Sachen, was geht. Der Baraban hebt sich an, der Erste. Und nach dem kommt der Ballerswil reinzustellen. Und der Ballerswil macht dem sicher zu gehen. Wie er sei macht er ihm zu gehen. Weil die Mainspringer, mit dreht an den Mainspringer, zieht sich auf, zieht an dem Sieger. Und der Sieger macht zu gehen, weiter. Wer hat euch geklärt, als er sagt? Du, das weiß ich, das darfst du wissen. Nicht ich. Du, das lege weg die Käste, was zurück bald. Bald brennt nichts, kannst du stehen, eine Weile. Schock ist ein guter Sägermacher, sie können dir alles sagen. Aber da vieles weiß ich, wie die wird. Du weißt doch Schock, da vieles. Ja, du weißt da vieles, aber nicht alles. Nur damit du Winding willst, davon zu ziehen, dem Säger. Wie heißt das auf Jiddisch? Wie sagt man dabei? Auf Rieden sind da ein Remonterrädel und ein Remonterrädel und ein, wie die Weine pingen, ein Remonterrädel und noch damit da ein Wechselrädel und ein Schorrädel und ein, ja, du wirst mal die Weiders zu gehen. Schorrädel. Okay, was da alles ist da? Und hab schon etliche von den Sachen da. Was hast du auf dem Tisch da? Auf dem Tisch? Aber ja. Alle die different Sachen, mit dafür etwas gefunden man. Kennst du etwas weisen auf Jiddisch auf dem Tisch? Und ich kann dir weisen, das ist sehr ein schöner Balance-Mill von der Säge. Balance-Mill, das ist nicht Jiddisch. Und auf Jiddisch? Auf Jiddisch ist das ein Spindel. Das ist ein Spindel. In Englisch ist ein Balance-Staff. Und Hairspring? Ja, Balance-Staff. Und auf Jiddisch ist ein Spindel mit einer Kanonplatte und mit einem Hairspring. Ja. Hast du das? Noch etwas auf dem Tisch da. Oh, das ist einmal. So. Kommt hier dafür, dass wir noch schlafen. Did you give him back the pin? No. Ich habe mal rein die Pin und so, der Memme ist das. Und dann ist los, mein Vater. Right, where is it? Okay. Oh, you don't even have a zekkelet? No, I'm holding for the box. What is that zekkelet? No. I'm going to go to the mammoth. The Yeah, I will.
Ich habe das gekriegt, 25 Mal. Und kann das nicht gern. Ich weiß, ja, ist ja recht. Wie du willst. Bald, aber mal bald kommen wir weiter. Willst du wissen wegen der Segel? Ja. Okay. Na dann. Ein Segel. Er tut mir gern mal Segel, weil ich das fix. Aber ich darf ihm sehen, was für ein Segel. Nun, nimm mal Segel, wo du hast da. Das ist nicht von dir. Du gib mir ein Segel, wenn ich das fix. Wie ein See geht ein See, das ist doch ein Wunder. Das ist nicht kein Wunder, das ist gemalt geworden, was meinst du ein See? Alles ist ein Wunder. Ein Computer ist ein größerer Wunder, wie ein See. Ein Computer ist auch eine schöne Sache. How old are you, sir? 97. When was your birthday? 6, 1914. Happy birthday! Thank you, appreciate it. Long and good happy years. Thank you. Yeah. I've come over for years, I've come over here. That's right. Come to me, let's read a bit of this. Sachlan and a bit of this. What willst du mir lernen Yiddish? Ich will dir nicht lernen, ich kann reden mit dir Yiddish. That would be wonderful. Wenn du kommst, wir reden Yiddish. Great. Es ist ein bisschen der Mann. Okay. Bye. Have a good weekend. Yeah, have a good holiday. Oh, you too. Good night. And again, Bonnie. But did you ever know Yiddish? No. Oh, no. So she bit nicht am Monat. So she darf euch lernen. He said he thought you would remember. My mother had gesagt Yiddish. Wie? Gerät Yiddish. Thank you. Yeah, that's gerät Yiddish, yeah? Yeah. Die Mama und die Papa. Oh, gerät Yiddish. Zusammen, yeah. Nicht mit den Kindern. Nicht mit den Kindern. Das ist alles. Aber Tante Mama redet nicht mit den Kindern. Sie reden, also die Kinder sollen nicht verstehen. Ja. And why that meant we didn't try to learn to understand, I have no idea. I would think that would be great motivation. You're not supposed to be Americans. They wanted, they wanted the kids to grow up to be pure Yankees, right, without a Yiddish intonation, but that they should be a doctor or a lawyer or an accountant. Or a researcher. No. No, a professor. But not for a woman. Right, no. But I would think we spoke Yiddish at home. My grandfather survived too. And he did not understand. He did not speak any English. So why should he? He always spoke Yiddish at home. Well, and you remember him well? Yeah. I was a good girl already. Do you remember? Did you know? No. No, unfortunately. So long, have a good holiday. Okay, talk to you later, Money. Thanks. Hi, David. Nice to see you. I'm going here. You're going. Okay, great to see you, Sada. Keep in touch. You have my email. Yeah. Email once in a while. Okay. Okay. Bye, Dad. I'm fine. Gershke, bist du maladiet? Wie? Du bist du maladiet? Yeah, dank Gott, ich fühle weiter. Dank Gott. Das ist doch wunderbar. Yeah. Ich kenne mich seit 25 Jahren. Ich habe vorgestellt, wie alt er ist. Yesterday was my birthday, 97. Er hat ihm genommen ein Picture und hat er fotografiert mit ihm. Du kannst dir Leben sich nicht vorstellen, als er ist 97. Danke. Ja. Badane, dein Bobbe, hat am Morgen geschrieben zum Seiden, wenn ich weggefahren in Amerika. Dein Seiden doch weggefahren als auch früher. Ja. Und bei denen mit den Kindern oder gewesen in Europa. Und auf Remke hat er sie genommen, ein bisschen. Und auf Remke hat er gesagt, in Amerika. Aber dein Bobby, die kommen zuvor in Amerika, hat sie geschrieben, einen Brief, in einer Weile herum zum Seiden, hat das Schiff hat er gemacht, schwanger. Und das ist ein Mädchen, ne? Ja. Weil alle Kinder sind geboren in Europa, mehr als Mädchen da. Das ist die ganze Geschichte jetzt. Da weißt du, der Vater gewusst, er ist weggefahren im 20. Jahr. Ja. Aber gewusst, der Mädchen ist 21. Ja. Aber die Date, wenn, habe ich nicht gewusst. Ist da weiß ich, was wird das sein? 15 Tage in Nissen. Ja. No, aber er erzählt Leute in Englisch. Ja, in Englisch ist er auf Mars. Wer, Mädchen? April 18th. 18? Oh, Mazel, der kann Das ist ein Montag, ja. Okay, ich call him.
April 18, okay. April 18, neuster April. Ja, das ist der Autist, hast du gewusst, nein, wurde es nie gewusst. Wie kämen wir wären schwanger von einem Schiff? Das ist ein Joke mehr. Ich weiß, ja. Das ist, sie kommen zum Mann, ist er gewohnt schwanger, hat sie geschrieben, das Schiff, der gemacht schwanger. Meschke ist... Wie sagen wir, wie kommt sie dir ja. zu bringen, das Frage? Weil ich gewusst von Meschken, als ist geboren geworden, pinklich, nein, Chadoschen, nachdem wie das Schiff ist angekommen. Oh, ja, so da der. Oh. Ein bisschen 90 Jahre, ganz blöd. Ja, nicht koschen. Ihr seid doch alle junge Leute im Vergleich mit dem, ne? Ja. Ja, ja. Darf noch sein gesund. Da wird ja auch gut, damit die Kinder rumgehen. Du gedenkst die 10 Kinder von Aaron Velvo? Ja. Ich höre. Wer seien sie gewesen? Ich will nicht sagen, ich habe das in 20 Mal gesagt. Ist 21 Mal. 20 Mal verschrieben. Ist 21 Mal. Was weißt du nicht, ein, zwei Mal verwandelt? Nein, ich will hören von dir, du sagst das echt schön. Helfen Blumken. No, mit Blumken. Ich dem mal helfen zusammen, 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 zusammen. Die 10 Kinder. Nicht genau von Ärzten bis ich habe gesagt, dass wäre da. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein. Alle 10 Kinder weißt du? Rechne euch. Alle 10 der Ärzten gewinnen. Wer gewinnt der Ärzte? Das ist in der Mehr. Nicht Hirsel. Beile der Älste gewesen. Beile gewesen. Ich bin mit der Hirsel, aber. Was? Ich bin mit der Hirsel. Beile gewesen der Älste, nicht Hirsel. Ja, für sure, das weiß ich. Das habe ich nicht gewusst. Ist Beile und Hirschke und wer noch? Hirschke, Norden weiß ich und gesehen, da wäre sie. Aber wer seien sie? Sie gingen Badane. Und sie gewinnen Kassel. Und sie gewinnen die in Svinzianke, wie sie gewesen? Rifke. Okay. Und Norden gewinnen Slimke. Und Bende. Und der Tate. Hanke und Frumke. Und Hanke und Frumke von der Mumme. Von der Mumme, ja. Wie hat sie geheißen, Raffanemes? Sore. Sie gewinnen Sore. Und die Familie weißt du euch nicht? Doch, weißt du. Sore gewinnen die Mumme. Ja. Und sie ist umgekommen, euch. Hallo, umgekommen, sie noch gestorben, Vater Mohammed. Ah, das ist nicht umgekommen, Vater Mohammed. Ja, sie gestorben, Vater Mohammed. Sorry. Sorry. Und Hanne und Frumke umgekommen. Umgekommen, ja. Dass sie, wer hat Hassene gehabt mit Gurwitsch? Dass sie gewinnen Riftsche, dachte ich. Ja. Hat Hassene mit Lolke Gurwitsch von 19 Jahren. Ja, das ist. Oh, ja. Und wann weißt du das? Du hast mir das erzählt. Oh. Und du wärst in Kass mit mir, wenn ich bei dir sage noch einmal. Wo soll er einen Kopf? Wer nicht in Kass, Gershke? Ich werde es kriegen, wenn ich kann. Soll sein, ich, es soll er rein ich bisschen. Ich sage dir mehr als ein Joke. Ich habe ein Tempelkopf, soll sein zu wissen. Ja. Wenn die Säger so bei der Richts einmal ich gesagt. Weiß, aber es ist jeden Mal sagst du schöner. Wer ist gewesen der Erste von unserer Sprache, wo sie Bechlau gekommen in Amerika? Hirsel. Nein, aber Fahrhirschlein. Fahrhirschlein, sie kommen der Vetter... Nein. Nicht von den 10, das heißt, wer ist gewesen der Erste Relative? Korre, der Milchiker. Der Milchiker, wie hat er gegessen? No. Lebe, that's right. Oh, that's ihr seht wie zusammen? Yes. Ist ein Moment, wer genau ist gewesen Lebe der Milchiker? Wie? Wer ist er gewesen genau? Mein Onkel zum Taten. Lebe der Milchiker, ja. Er gewesen dem Sedens Bruder. Aaron Velvels Bruder, Lebe Gubersky. Ja. Lebe Gubersky, a Bruder von Aaron Velvo, yeah, ist gewesen der Erste von unserer Sprache, was hat sich besetzt und in Nevhaven. Ja. Wie es vielleicht zu heißen in Michalishik. Nevhaven. New York, Nevhaven. Ich will mir reden, dass ich in Nevhaven. Verrost nicht. Ein Moment, er gewinnt der Erste. Ja. Und er hat ein Weib. Sure, von daheim. Liebe. Wer? Von ihr, wir kommen nachher, noch die Mumme Liebe noch gelebt. Die Mumme Liebe, ich gewinnt nicht von unserem Sprache zugekommen. Sie gewinnt Liebes Weib? Ja. Die mädelische Familie weiß keiner. Wo wer beherrscht? Ja. Aha. Versteht sie? Was sagst du? Vermachtest du? Schon vermacht, wenn wir den hörst. Und richtig vermacht, mit allen Pitschewkes. Wie darf sein, das ist? Nur wo denn? Nein, mit der Schild. Ganovem, welcome.
Ein Moment. Ist Lebe der Milchiker gewesen der Erste von unserer Sprache zu kommen in Amerika? Wer gewesen der Zweite? Frage mal nicht. Für was? Ich denke als Hirschl. Ich weiß nicht. Mit Stamme Hirschke? Stamme Hirschl. Wie man weiß, nicht ein anderer nicht gewesen. Ja. Und ich verstehe, dass es dort zwischen euch eine Verschiedenheit in Meinungen zu wer gewinnt der Älteste, der älteste Kind von Aaron Welwell, oder Hirschke oder Badane, ja? Oder Bele. Nein, no, ich weiß auch Bele. Du meinst, bist sicher als Bele. Ich bin gewinnt mit der Jahr zurück, habe ich verbracht den Tag bei Belkes Einiko. Sime Anmut in Erz Israel. Yeah. Wir haben sehr gut verbracht. Wie in der Rechowot. Herzlichheim, ich komme rein zu ihr. Sie ist der nämlichste jüdische Städtel, dicke Freu. Hirsche David, geh rein, setz dich weg. Ist alles Ding schlecht bei mir, alles tut weh, der Diabet, krank die Kinder, alles. Und ich arbeite 3-4 schon, zu machen ihre bessere Stimmung ein bisschen, mit was ich kenne. Wie alt ist sie? Nicht sehr alt. Ungefähr. Ein Moment, ich habe ihr gefragt, ich schäme sich nicht, hat sie mir gesagt, als eine Frau sagt, darf man es, fragt man nicht das zweite Mal, als sie ist von 30. Jahr, das kann sein. Von 30. kann sein. Ich habe gemeint, dass sie ist älter. No. Es kann sein. Älter kann sie nicht sein. Favor. Weil Blumke... Sie ist doch eine Tochter von Heike. Sie gewinnt zwei. Heike und Blumke und... Meischke. Und Meischke, was ist er weg in Uruguay. In Uruguay. Ich habe gehört, dass er gestorben ist, jung ist in Uruguay. Meischke, nicht Gubersky, Kuritsky, weil es... Kuritsky, ja. Oh. Selbst, was ich gedenke, yeah, Meischke Kuritsky. Er weg in Uruguay. Yeah. Sie haben meine Klacht doch nichts da. Ja, weiß ich, ja. Ich habe eine andere Frage. Was? Ich bin weg von Vilna, von der Stelle, nehme ich an Kontrakten über der Welt. Von Mitte Mai bis Mitte Juni bin ich auf ein Heudisch ein Gastprofessor in Melbourne, in Australien. Ja. Australien. Also gehst du vor in Australien? Auf ein Heudisch. Wer? Sie zahlen sehr gut und sie, alle beste Bedingungen. Von Mitte Mai bis Mitte Juni. Middle of ja, June. Ist da, mitten bald, noch ein Heidisch. Oh, gut. Also ich darf sich abholen jetzt. Sag mir, was du also verlaufst. Ich führe mit Kursen in der Universität. Ich lerne einen Kurs in Tensi. Du lernst einen Kurs? Ja. Und du dort lernst einen Kurs in Jiddisch? Ja. Nicht Jiddisch, Geschichte, ja, unsere Sache. Ja. Aber ja, ja. Wenn litwische Jiden und wegen Jiddisch. Und wegen. What lessons in Jewish? Jewish studies, yes. Judaic Studies heißt das jetzt. Da, wie? Ja. Judaic Studies. Ja. Jüdische Literatur. Sie zahlen gut, aber sehr sache Arbeit. Alle Tage intensiv. Ich habe eine Frage. Menke hat mir einmal gesagt, dass wir haben etwas weiter Gräben in Australien. Du hast einmal gehört, dass er sagt. Willst du es gefunden? Ja. Er wird dir sagen, wenn wir du hast dort. Oh. Schleime, Gubersky. Hat dort gehabt zwei Sinn. Ein Moment, Schleime von den Zehn? Ja, yeah, von den Zehn. Schleime Gubersky von den Zehn Kinder. Hat dort zwei Sinn. Was leben noch? Was? Sie leben. Oh, beide gestorben. Beide gestorben. Beide haben eins gesehen. Und sie leben. Nur sie leben, no, ja. No, ein Sohn, ein Fremdke, der Minger, ein Sohn, hat er gewöhnt. In Amerika gekommen auf eine Visite nach gewöhnt mir. Was sagst du? Ja. Yeah. Du hast die Madres? No. Ein Moment, er ruft sich Gubersky oder nicht? Oh, sie gehen auf Gubersky, wenn die beide sehen. Eben sie gehen auf, Gubersky, weil ich sie gefunden. Eben sie gehen aufeinander genommen, wie er sie, weil ich sie gefunden. Ihr denkt, sie gehen auf Gubersky. Abremkes Sohn, die du gewesen mit mir, bei mir, ich stube in die Stube, gewesen mit der Karle, er nicht. Das ist welcher Avremke? Avremke, der Sohn von Schleime. David gewinnt der Alter. Ein Moment, das sind die zwei Sinn von Schleime. Was? Von dein Vetter Schleime. Yes. Die zwei Sinn. Meine zwei Cousins, wir sind gewinnt zusammen in Eschwege zusammen. Ich hab nicht gewusst. Oh, in Eschwege sind wir gewinnt zusammen. Wir haben sich zertilt, wir sind weggefahren in Amerika. Und sie haben sich weggefahren in Pelen und von Pelen sind wir Moment, er gewinnt im Ghetto euch mit dir? Wie? Er gewinnt im Michalishki Ghetto? No. Nein. No. Abraham geht übergelebt in Russland. Aha, er ist weg Vater gekommen.
Verstehe. Entlaufen. Gott sei Dank. Und Dovidke, ich gewinne Peles Armee. Und ich gewinne auf Mohome. Und nach dem Mohome ist er gewinne. Wie ruft er das? Die Soldaten, wisst ihr, man nimmt den Plan. A Plannik. Ja, ja, ja. A Plannik. Und dort ist er bekannt mit der Mädel. No. Und er gewinne mit dem Mädel. Das ist Schleime Sohn. David. Schleime Sohn, der Alter, ja. David, aber Abraham Kesun, du gekommen. Zu mir mit einem Mädel. Eine schöne. So, schöne. Nicht kein Malpe. Nicht kein Malpe. Abesianje. Abesianje. Also schön wie ich. No, Michael. Aber sie haben uns genommen Essen, um sie gewaltig in den Jimmys. Hardogs essen. Was, was? Hardogs in Jimmys. Geld, was sagst du? In Jimmys haben sie uns genommen. Ja. Yeah. Eben hier haben wir gegeben, ein feines Gift, ein Präsent. A Kalle darf noch etwas geben. Und sie haben weggefahren und wir haben nie gehört von sie keine Sache. Ja, ich rechne. Sie gehen bei mir recht und haben nie gehört von sie gar nichts mehr. No, die gehen mal fein. Er weggefahren, Punkt wird auch geschnitten. Ja, gekommen. Ich nicht fein. Sie gehen nicht schön. Aber ich gehe mal schön im Präsent. Da ist mal schön im Dieter. Aber ich schreibe gearbeitet. Und von sind damals, das denn gehört gar nicht? Mein schreibe gearbeitet hat, die kennt gehen, ihre Gange nicht mit sie mehr nicht. Und gegeben sie, wo sie will, sich nimmt, was sie will, dort nicht mehr. Und so war ich gegessen. Und ich komme zurück zu mir in die Stube. Und mir aber von sie nicht gehört. Und Gershke ich nicht. Ich gehe nicht mehr. Keiner nicht. Keiner von sie nicht gehört mehr. Und das ist ja Bremke Sohn. David gehört ich ein Sohn. Von wann nicht weiß ich. Abrasket mir das erzählt. Ein Gewinn bei Abrasken. Mhm. David kam mit dem Sohn, ich bin bei Abrasken, wenn Abrasken gehört hat, Briss. Mit wie viel Jahren zurück geht das? Echt mit 30 Jahren? Ich 30. Ja, verstehst du? Mehr, F schon mehr. Briss damals. Gershke, es kann sein mehr wie 30. Ja, es kann sein mehr wie 30, ja. Der Jüngste ist schon mehr wie 30. David kam mit dem Sohn in Spanien. Aha. Interessant. Wir von daheim, David kam gestorben, Avramke gestorben. Aber sie kennen seiner Seemetzer von See, heißt noch Gubersky. Von den Kindern. Er sei es durchgefunden. Ich habe es gefunden. Du weißt, du darfst wissen, der Tat hat geheißen David. David, ja. Und der andere, der Tat hat geheißen Abraham. Aber David und Abraham sind da sehr Sach. Und Gubersky ist da einer. Abi hat schon gefunden, Gubersky ist schon. Right. Er hat gefunden auch Gubersky. Er ist der Wissen, dass das eine ist. Wir haben gesagt, bei beiden gibt es einzige Kinder. Und sie allein haben mehr Kinder. Er hat einzige Kinder. Die Kinder haben Kinder. Ah, warte. Er hat es auch erst. Eine kleine Welt. Das ist sehr interessant. Interessant ist, was sie dann in der Falle rausgefunden sind. Ja, ich habe es rausgefunden. Ich habe es rausgefunden. Du hast es rausgefunden? Nein, eben sie sind in Melbourne, will ich rausgefunden. Ich bin ein ganzer Chedisch in Einstadt. Oh. In Melbourne. Auf dem Telefon kannst du rausgefunden. Ja, und ich habe sich dort schon nachfragen. Ja. Bei Landsleit, bei Litwischen Jiden, ja. Du, mein Dorf ist so nicht gewesen in Australien. Also mich habe gesucht. Sucht der Gubersky. Auf so einem Kind noch nie gewählt, auf einem mit dem. Wer weiß, wer weiß. Wer sagst du? Ja. Ihr sagt es. Was? David ja. Singel doch hell gewählt auch. Wer? David. Was? David. Sünde sehr gewählt in Australien. Dein David Sünde gewählt in Australien? Ja. Wer? Wer noch? Auf Exchange Student. Exchange Student? Ich weiß nicht, was ich. Ja, mit Stammen, nur. Was hat er gesagt? Er hat Getreide suchen? Wer weiß? Oh, er hat gewiss nicht Getreide, Herr. Das ist ja so, also bist du mir doch nicht Getreide, nee. Die Kinder. Die Kinder haben andere Sachen auf dem Kopf. Yeah. Ich hab nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen. Will go und her, hat nicht gesehen. Der einzige, ja. Ihr seid David, kann er mal ausgefinden. Ich hab gefunden, Nächten mein Urplimenitze in New Haven. Wemmen? Mein Urplimenitze. Deine Träum seine doch. Ja. Ja, du hast dich getroffen mit dir. Ich bin bei mir, ich habe getroffen. Ein guter Mädel. Ich habe eingeladen für ein Junge zum Seder. Ja. Und sie gehen, dass sie nicht kommen. Nur der Junge, der Phänomen. Ich will gehen dort mit der Hiller. Versteht sich dort mit der Hiller. Aber es ist gut, dass sie da Kontakt von deswegen. Sie ist eine schöne Mädel. Schöne, gut. Sie gewinnen Nächten bei meiner Lektion. Wie? Ich habe gesehen Nächten zum ersten Mal im Leben. Oh, sehr schöne. Und eine Kluge. Ja, nur von unserem Spruch, was willst du, Idiotke? Sie ist sehr eine Kluschene und eine Gerottene. Ja. Sie ist sehr... Träum lebt sehr rüber.
wo sie will werden an Artistke auf der Bühne. Und Träum redt nur von dem. Hab ich gesagt, Träum. Ich hab gesagt, Träum. Sie ist eine junge Studentke, sie kann noch beiden fünfmal. Mach nicht das ein Wesen. Mach ja nicht. Und sie bleibt, sie kann sein eine schöne Artistke. Kann sein, ja. Für ihre Schönheit allein. Die Idee hat sie gesungen, aber mit dem mit. Wer hat gesungen ein Lied? Was sagst du? Hat ein Lied, was ich gesungen habe, Träums. Was? Träums ein Lied. Ah, Träum schreibt Lieder euch, das ist eine besondere Sache, ja. Ja, aha. Das ist eine besondere Sache. Ich habe gesungen, das gemacht ein Rekord. Träums jüngere Tochter, die, was hat gemacht den Rekord, ihr sitzt da sehr krank zum Beteuern. Ich habe sehr krank. Ja. Sie ist sehr krank. Der Doktor gemacht hat... Erschrecklich. Menke hat gesagt, sehr kluger, wie viel man kann ausmeiden, Operationen mit Doktoren, darf man ausmeiden. Aber man muss man, aber oftmals geht nicht raus. Sie hat etwas mit der Eich und mit der gemachten Operation hat man Kalle gemacht, dem Nerv, was mit dem Reden, können Sie nicht reden. Sie kennen nur Schäppchen, aber man kann kaum hören, wie sie... Ja, ja. Nur ist eine Tragödie. Meile, was am Ende. Ich habe wegen der Mechome-Jahre noch eine Frage wegen Datis. In der Michalishki Ghetto ist gewesen bis 43, ja? Ja. Welchen Chedisch ungefähr? März. Bis März 43 haben sie im Ersten geschickt auf Ponar. Ja, im März. In März, dann haben wir liquidiert die Ghetto, hatten geführt auf Litte in Kovne. Und mit Zachogesselt auf Panar. Auf Panar. Und alle Menschen geschossen. Nee. Auf Panar. Und ihr seid da weg in Jezmer. Ja, wir sind weg. Ja. Und gewinnen Jezmer von März? März? Ja, ja. Aber ungefähr März, April? Wie? Von welchem Monat? In März, wir kommen in March 43. Und geblieben ein Jahr. Bis January 44. Und von January 44 weg in... Weg in ein Lager. Welche? In etliche Lager. Welche? Wir sind im Instituto. Der Rest, gedenkst du, welche gewinnen? Ich denke, der Rest in Ponyves. Wer? Von Sesma, wurden uns da weggeführt. Von Sesma, die geführt. Ja, gewinnen Ponyves. Gershke Gubersky Perecman. Was? Kovne. Kovne Ponyves. Ponyves. Und sie gewinnen ein Lager in Ponyves? Ja. Ein Arbeitslager? Ja. Sie waren ein Durchfall. Ein Durchfall. Wäre kurze Zeit. Aha. Und dann noch? Von dort sind wir weg auf Stutthof. Und Stutthof gewinnt von wann bis wann? Von Stutthof, gewinnt 3 Tage in Stutthof. Von Stutthof sind wir, die Frauen sind geblieben in Stutthof. Aha. Die Männer sind auch schon Stutthof gleich. Ja. 3 Tage sind in der Frauen, man hat akzeptiert. Drei Tage seid ihr gewinnt und drei sind wir geblieben. Die erste Minute, wie wir sind reingefahren in Stutthof. Hat man was zitiert? Und welchen Chedisch hat das gewonnen ungefähr? Auf March. March 44. 43. No, Stutthof. 44. 44, ja. Ja, weil das gewonnen ist. March 44, Stutthof und Business-Off in Stutthof. No, Business-Off in Dachau. Von wann bis wann in... In Dachau bis Ende. Aber von Stutthof gemeldet 2 Tage. Ah, die Frauen sind geblieben in Stutthof. Und die Männer noch 2-3 Tage weggeführt auf Dachau. Yeah. Und gewinnen in Dachau von March 44 bis der Befreiung. Mehr wie ein Jahr in Dachau. Mehr wie ein Jahr. Und die Frauen sind geblieben in... Efter gewinnen April damals. Ja, gewinnen ein Jahr in Dachau. Was? Ein ganzes Jahr in Dachau. Ja, sure. Von Stutthof in Dachau, no? Ich habe nicht gedacht, dass der ganze Jahr... Yeah, F-Selt, ich ja, denke, dass er Jahr, sure, Jahr. Das ist doch ein Michael. Heier? Ja. Das ist mein Adapter. You're sure, but... We know each other. We go back. Das ist mein Adapter. Sorry. Ich denke, dass ich gewinne April. Michalishki Ghetto hat sich angeheben in 41. Yeah. In welchem Monat? Wenn, was meinst du, wenn? Wenn es schon geben, die Mochome. Am 22. Juni 1949. Nur damals sind rein, die Deutschen in der Rede sind in ein paar Wochen rumgeworden. Ist mir dann mit July schon. That's all. Ah, um July, ja? Ich weiß nicht, das weiß ich. Ungefähr. Was weiß ich denn, was ich sagen? Ungefähr. Und in März 43? März, ich kann sagen, wie dir die Ghetto. März 43 auf Jezma. Ja. Uns auf Jezma, die bei Kapanar. Versteht sich. Ja. Und in Jezma gewinnen bis
Kargen Josok. Efter Januar 44. Wer weiß ungefähr? Als ist ungefähr. Die Monaten darfst du wissen. Nein, ich sage als mit der Question. Aber ich mache mit der Question Mark. Ja, in Jezmer bis Januar 44. Ja. Ja, okay. Und dann noch ungefähr. In ein paar Lagern, in drei Lagern between. Between und die drei Lagern sind in Efter Kovne und Ponevesh? Kovne und Ponevesh, noch einer, ich denke, wenn ich denke, wo. Shavu, I think, no? Shavu, I'm a red dog of all. Yeah, yeah, please. Shavu, I'm a red dog of all. In Stutthof. Gekommen in Stutthof. In Stutthof, yeah. Nicht lang, aha. Und in Stutthof, die Freuen und Männer zitiert. Ist Freuen bleiben in Stutthof und Männer auf Dachau. Right. Ist Dachau ungefähr von... Von Stutthof und voneinander geschickt. In der Sachlage. Was ich meine aber dir, die haben mit uns, mir sind ja reingefallen gerade in Dachau. Und Dachau, von wenn bis wenn nochmal? Von? Akagen Jahre, ich denke. Das meint? Bei Jahre, wir sind befreit geworden, April 1945. Also after April 44 ungefähr? No, ich denke, ich fahre. Ich denke, ich bin vor April. Vor April. Ich denke, ich February, March. February, March, ich denke, genau. Weil wir gewinnen in Dachau über ein Jahr. Und befreit in April. Ich habe gelernt, richtig in die Geschichtebücher schreiben sie, als Stutthof haben befreit die Sowjeten und ja, Dachau die Amerikaner. Ja, unsere befreite Amerikaner. Ja. Und das ist immer eine Sache besser für gesund mit Oh, der Vater wollte nicht übergelebt, wenn bei der Und die Mama wollte Die Mama hat nicht übergelebt. Und die Mama bei den Amerikanern wollte sie gelebt. Sie gelebt. Die Mama wollte gelebt. Ja. Sure. Die Russen kommen zu sehr gegangen. Ich hab's sie gar nicht. Ich euch nicht. Weil sie haben für sich nicht gehabt. Ja. Sie haben nicht gehabt für sich was zu essen. Also gehen klären wir die KZ nicht. Die Amerikaner haben da lang alle gute Sachen. Mehr und trotzdem sind sie geschwiegen. Halten sie gar nicht, ich ein bisschen freier Okay, das ist jedes. Das geht es. Okay. Gott zu danken, wir sollen sich treffen an Sachmo und reden alle Sachen. Ja, die Freiliche, die Treue und so. Oh, der Brehre so. Ja, wir sollen ablachen von sich und von der Welt, das ist echt wichtig. Mit ein bisschen Humor. Und so. Das, Wegen Jezma. Ich habe eine Freundin in Wilne, eine jüdische Frau, wo sie sitzt da geworden, 98 Jahre, nicht 97, wie der junge Mann. Sie heißt Dobke, Dobke Jonis, sie ist geboren in Jezma. Wo sie geboren sind? Sie hat gelebt in Jezma bis der Mechome. Und dem dritten Tag, dem 25. Juni, sie gewann schwanger, sie entlaufen nach Russland. Gott sei Dank. Sie entlaufen nach Russland? Ja, und geworden dort rein in Armee. Und sie hat das auch mit Down. Und sie lebt mit der Tochter, mit wem sie gewinnt, schwanger wird. Hm. Ja. Und sie ist gewinnt sicher, als man hat umgebracht den Mann. Nur sie hat nicht gewusst, dass der Mann, was sie jenen Tag gewinnt in Kovne, als er ist eh entlaufen in Russland. Oi. Und noch 4 Jahre haben sie sich gefunden. Oi. Oi, 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 oi. Und er ist gestorben mit der Jahr 20 zurück, aber gelebt natürlich bis jetzt. Ist das das ist interessant. Ja, sie sind aber bei ihr getroffen. Ja, sie haben gelebt dann noch zusammen weiter, noch 40 Jahre. Ai. Ich erzähle noch ein Meister von, das ist mein Chavate Dobke Jonis. Dora Pilanski, offiziell. Man, sie ist 98 geboren im März. Der Kopf ist 100%, was sie kennen, gehen. Nur, no, ich selber mit mir. Und was wir kennen, tun wir. So, so sein Freilach. Wir schicken Studenten, Studentis. Das ist humanitäre Arbeit, soll nicht sein. Ne? Und sie tun geheben, der Hand arbeitet sehr gut, in Hand. Hat sie angeheben, Risse wie Bilder von Jezma, von Vater Mechome, Leuten sie kommen. Und sie schreibt und sie geschrieben eine Regime von allen Mördern, wo sie sich da wusste noch der Mechome, von der lokalen Goyim, die nehmen von allen Schießer. Hat sie also eine Regime, eine wichtige Arbeit. Eine wunderbare Freude. Ich erzähle noch eine Chava, meine in Wilne. Melach Stalevich. Er ist 88 Jahre jetzt da. Er ist weg in Russland, Vater Mechome. 2 Wochen Vater Mechome, weg in Russland.
Und war rein in der Armee, in der russischen Armee, aber in der kosakischen Division, nicht in der 16. Division der jüdischen. Nun, hat gehört dann noch, und hat die ganze Sprache ausgehagelt auf Pona, und hat gehabt ein Weib mit der Häus, mit der Dire, tief in Russland, ich gedenke nicht die Stadt. Ist er gekommen in Vilna in 46, ja, in 1946, sich gesegnen mit seinem Stott, ein letzten Mal angucken. Und wann ist er gewesen? Vilna. Vilna. Ein richtiger Vilna, von dort Beres. Ein Poschuter Jid, ein schöner Jid, ist er gekommen in Vilna, gesegnen sich. Entschuldigung. Hey! Oh, good to see you. Nice to see you. It's like 100 years. It's said maybe. You look wonderful. Yeah, you too. Thank you. I'm being told correctly I got to take something off my... Well, they're right. Right. But I have no character. You have character. Not for that. Not in America with all the pizza and all the... Well, you have to, a little restraint, you know. Absolutely. Du verstehst auf Jiddisch, ja? Ja, ein bisschen Jiddisch. Nicht als Ding, aber... No, nicht als Ding. Nicht als Ding. Aber ein bisschen, you're recording als Ding. Absolutely. Nicht als Ding, ein bisschen. All right, hello. Hello. Ich bin der Sohn. Ah, wie heißt der? David und die Familie? Kusowitzki. Oh, das ist sehr bewusste Familie. Da dank. Ja. That's nice. Alle wissen Kusowitzki. Ja, das ist. Am Mechaie. Lebst du in New Haven? No, in New Haven. Wo lebst du? Ich lebe in Easton. Was meint Easton? Easton ist ein kleines Städtel. Er redet gut halber Schau weg. In welcher Zeit? Nennt er zu New York. Auf New York, halber Schau. Ja, nicht schlecht. Er redet perfekt Jiddisch. No. Er darf reden. Mit Zeta. Ich vergesse. Ich vergesse gar nicht. Oh, your uncle. Was meint? Okay. Und was tust du dort nicht? In Easton? Easton. My wife's from Nenta zu Dorten. My wife's from Fairfield. So we live in Easton. Und was tust du in Easton? Ja, ich bin ein Dentist. Ich weiß, aber... Ich war 18. Ich will kommen zu dir noch. Komm. Ja. No, wir warten alle noch, bis es tut weh. That's the mistake, right? Das ist der Teus, ja. Das ist der Teus, du wartest zu lang. Ja, das ist ein größer Teus. Es ist schwerer zu verrichten. Zu heilen, ja. Zu verrichten, zu machen besser. So was bringst du, was, why are you here? Ich hatte eine Lektion in Yale. Oh, ja, vergessen, das ist, was meine Mama hat mir gesagt. That's right. How did it go? Wie wird es gegangen? I hope okay, but you have to ask the people who... Man darf ihn fragen, okay. Man soll fragen dem Heilen in dem Reife. Yeah, okay. But it was a controversial topic on the anti-Semitism in Lithuania today, and for the first time there was no plant in the audience against me, so I was very happy. It's good, yeah. In the other lectures I gave this month, there were... Oh, that's tough. They sent two or three very top people, professors, diplomats, to contradict everything and say, I don't know what I'm talking... So I expected it yesterday. I came well prepared and there was nothing. Are you disappointed? But yes, disappointed. Yeah. They're all a positive, supportive audience. Yeah, that's great. So was machst du? Was machst du, Blumke? Look at you. Oh, yeah. Didn't you call you? No, he didn't call you. You look shiny. He said to me, look beautiful. Yes, about him. Noch 10 minutes. I'll call David. Okay. 10 minutes. Yeah. I'm a strong dog. Okay, yeah. Fine. When come is noch? Yes. Name an ex-friend and the knee. It's kennst du mit Sorgen as a customer war. Not trying to do anything. Oh, schon aber 5 minutes wird den sein. I've said geholfen, maybe called, but I was busy and I was, so I didn't maybe, pick up the phone. Maybe, I don't know. But he wants to talk to you. I'll talk to him. What do you even... But you, yes, I heard you're okay. Yeah. Case 11, You blood? You ain't enough limb, have you? If there were a laptop here with Skype... She can't... No, she can't, but if somebody could... Yeah. The laptop with Skype would mean, besides the calls being free, that we would see each other, which is great fun for her. Right. What do you think of that idea? I think it
someone will always have to be here and talk. No, of course. Yeah. No. Not that she would ever do it, but right. That's whoever. When you come, when the lady here, sure. Comes, that I could call, yes. And we could talk on Skype for 10 minutes, and not sure. It's a very good investment because all the calls are free. Yeah, no, I've used Skype. Yeah, the calls are free, and it's with video. Yeah, the new laptops, right. Even the cheapest laptop now, comes with the camera and the microphone built in. Yeah. So it's like a $200 thing. You can get a little laptop. I have a laptop. We can try it. We'll give it a shot. Okay. Do we have each other's emails? No. Let's no. Do that right away, okay? Which do I have? I'll give you my... Give me yours, and I'll email okay, you. Okay, very good. That way you'll have mine. Very good. From Dovid to Dovid. From Dovid. That's right. Vilna, given Aydish is... Sure. 75,000 Tiden. 75,000? Und Vilna in ganzen given 225,000. A drittel gewinn Yiddish. A drittel gewinn. Wow, I didn't know that. And the ganze stuff. Yeah. You didn't know that. When, no, not so when much. They restore a building in the old town and they take off the Soviet plaster, there, they find Polish and Yiddish letters always. Oh, wow. Now it's Lithuanian. Yeah. They find Polish and Yiddish, the two pre-war. What? As me faricht, am macht remont, am faricht a binyan in Vilna. Yeah. Und man nimmt da auf dem Plaster, der Tink. Yeah. Von den sowjetischen Zeiten gefindt man allemal Schilden, gefärbte, auf Polnisch und auf Jiddisch. 4.5 Minuten. Yeah, sure. Oh, yeah. Is there anything else you can think of besides that, was can machen freilich? No. No, really, I'm really no, open what, to... What can you... What, no, no, but let's... No, yeah. Listen, the laptop machen is a... Freilich. Listen, the laptop is a real thought. Yeah. Yeah. I had another crazy idea, but of course I want to run it by the kids, by you. Sure. Students of Yiddish who would come for an hour to she talk Yiddish. Because from the yeshiva... But maybe after first few minutes, a friendly student of Yiddish. I think it's a wonderful idea. You want to think about it? No. Listen, I can write to the Yiddish teacher here. I can't promise miracles, but I can write to him. No. There's a Yiddish teacher at Yale, okay? He's got elementary Yiddish students, 99% Jewish kids. Yeah. They're studying Yiddish. Yeah. Wouldn't it be wonderful to do a mitzvah? So, you know what? Could you think about it? Don't answer today. Yeah. But I'm very serious. Like my bissel, for me, it's a too long talk. You'll have gain. Okay, we have to go in a minute. Yeah. I guess it's a long talk. Uh-huh. This garbage time? Yeah. Du hast gekannt Avro Melle? Nein. Er ist einfach gewesen von... Mistame gewesen von Hirsche Doves Zeit. Mistame, nein, das ist ein ganz anderer. Ja. Wir reden alle mal wegen der 10 Kinder und nicht wegen sehr Weiber und Männer. Aber dann hat es nicht mit Hirsche Doves. Hirschgott hast du gehabt mit der Mumme. Ich hab nicht vergessen, ich hab keinmal nicht gewusst. Ich hab jetzt gewusst, I think. Ich hab geheißen. Ich weiß nicht genau. Aha. Der Hirschke und bei dann Schleimke hat hast du gehabt mit? Bei Schleimke hat hast du gehabt, no. Die hat ältere Kinder noch gestorben, die Weib. Und wenn noch einmal? Ach, die hat noch einmal, die hat weiter Kinder. Oh. Wie geheißen die Weib? Und Riftsche weiß ich, die hat mit Nolke Gorewitsch von Neitz von Zian. Sie sind umgekommen mit der schrecklichen Tät auf Polygon. Hey. Und ihre Namen stehen in der Regime in dem Jiskobuch. Oh. Von Erz Yisroel steht Rivke Gubersky Gurevich steht geschrieben. Und Lolle steht. Lolle Gurevich. Ja. Sie dort nehmen. Ja. Ich bin gewähnt, auf in alle Jahre, da als Score, noch die Jiden auf Polygon, bin ich gefahren, ich habe gemacht. Wo ist der Score in Süßan? Auf Polygon, ne? Auf Polygon? Sie da ein großer Monument jetzt da, mit Schein gemacht, ausgehen, mit Matzevis. Sind gekommen 70 Mann, meisten Teil Jiden von Vilna. Wir sind gekommen, ich habe geredet. Was mir darf einmal ein Joch hat. Golden Kaddish. Das ist doch was weh. Als Sochen. Sie haben gehört, als das rechten Tee. Schrecklich. Als schrecklichen Tee. Mehr wie eine Woche Zeit, wenn sie gehalten. Ja. Scheidel. Aha. Und... Einen Moment. Und Belkis Mane gewinnt mit nicht Mendel Kuritzki, nein. Welches Mann gestorben am Mord? Kuritzki.
am Morgen gestorben, ich weiß nicht, wer geheißen. Nein. Weil wenn Michalishik, oh, ihr gedenkt auf jeden Tag gestorben, am Morgen, sie gewinnen an Almone. Sie ist gewinnen an Almone, wenn Menke gewinnt bei ihr noch. Wer? Wenn Menke, mein Tate, gewinnt bei Belken in den Jahren von ist der... Sie sind gewinnen an Almone damals? Ja. Oh, ist der Mann gestorben. Ich weiß, es ist lange. Ich weiß noch, dass die Familie gewinnt Kuritzki. Ja. Aha. Und noch eine Sache, was ich will nicht vergessen. Gedenkst du, ist gestorben unsere zwei Cousinen in Florida, Alan Bell. Ja. Yeah. Und sie, einen Moment, Alan Bell gewinnt ein Enkel von Chaim der Schmidt. Das ist gewinnt Chaim. Oh, ich vergessen die Familie. Mumbasse. Chaim ist gewinnt Chasne gehabt mit der Mumme. Mumbasse. Basse Arenwelwus hat mir ihr gerufen, aber sie ist gewinnt eine Schwester von Arenwelwus. Ja. Yeah. Nicht der Tochter. So eine Schwester? Ja. Ist Chaim Weinstein. Hm? Weinstein. Ja, yeah, ja. Yeah, oh, yeah. Oh, ich hab gesagt, Amon. Chaim Weinstein, und ich bin doch nicht von Michalisch. Chaim Weinstein ist Chaim der Schmied. Er lebt so viel nach Gas. Ja. Yeah. Yeah. Die letzte Häuser von Kopf. Mein Cousin bei ihm, mein Cousin. Ja. Chaim, ich hab's mit Basia Gubersky von daheim. Das war, wer sind gewinnt dem Seidens Brüder und Schwester? Gewinnt die Schwester Basia. Ja. Yeah. Und gewinnt der Bruder, wo sie sich weg in Amerika, dass sie gewinnt Leibe der Milchiker. Und hat gehört ein Bruder, wo sie haben viele nicht gewusst, in Kovne oder in Litte? In Kovne ist in Litte. In Kovne, in Kovne. In Kovne ist in Litte. Oder in Latvien. Dass sie dachte sich Motto. Das gehört der Bruder, ich weiß nicht. Ja. Und der Bruder in Kovne, yeah, gewinnt der Seide, von dem Gubersky, wo sie gewinnt, mein Chava in Vilna, wo sie gestorben mit 5 Jahren zurück. Du hast gesagt, der Chava Gubersky in Vilna? Ich hatte erzählt, ja. Das ist von Motto. Von dem Bruder von Arenwelwo, wo sie weggefahren. Seiner Sohn? Nein, nein, nein. Motto allein. Der Bruder von Arenwelwo, wo sie gefahren in Kovne. Ja. Das ist seiner Aneiniko. Seiner Aneiniko? Aneiniko. Ist gestorben? Ist gestorben mit 5 Jahren zurück und gewinnt schon 94 Jahre. Ja. Er gewinnt, und gewinnt der letzte Gubersky mit dem Namen Gubersky. Er hat noch Kinder dort? Ja. Seine Tochter keiner Ella. Gubersky? Nein, nein, schon keiner nicht. Weil Ella seine Tochter krass nicht gehabt. Ah, er hat gerade eine Tochter? Eine Tochter. Okay, ja. Sie nicht? Nein. Es sind dort zwei Brüder, die leben. Nur sie leben schon in Israel. Er sagt ja. Und ich habe einen von sie gesehen in Erz Israel. Das ist ein Leibes Ohreiniglach. Nicht Leibes, Mottels Ohreiniglach. Ja, Ohreiniglach, ja. Nur er hat gewusst, als sein Seide Mottel, ist er kommen von Michalisch. Er hat gewusst? Ja. Das hat er gewusst. Hat er Seide gewusst? Hat er gemietet, hat er getroffen? Ja, sag mal. Also geht er auf Gubersky? Nein, ich habe getroffen dem alten Gubersky, wo er gestorben mit 5 yeah. Jahren zurück. Ich habe ihn gekannt 15 Jahre. Yeah. Getroffen, einzeln. Du weißt, was er entdeckt. Nachdem er kam, er hat ihn gefunden, Tanke. Tanke von Erzes Roll hast du gekannt. Ja, ja, ja. Ich denke schon. Sie hat sie gefunden, sie hat mir gegeben die Adresse. Und ich habe gefunden, dem alten Gubersky in Vilna. Ist alles dann umgekommen in Kovne, auch gut zu ihm. Er ist der Einzige, was hat sich geraten wird. Ein guter Litwiner. Mutter rübergelebt. Russland, wie alle. Ja, Jungs. Ein guter Litwiner hat er mal reingeruckt in den Waggon von Bahn, du darfst da raus von da nicht. Ja. Seltene Sache. Sie gewinnt guter Litwiner, ja, aber wenig. Einer von einer Million. Ja, einer von 1000. Einer von 10.000. Aber schrecklich, sie haben geschossen. Und ah. Ja. Und seine Tochter, der Gubersky, ist gestorben mit 45, seine Tochter Ella ist mit Stamme Ayosi bezeichnet. Wo ist sie? In Vilna. Das ist Ella Gubersky, wenn sie ruft sich Leuten Taten und nicht Leuten Mann. Und sie hat eine Tochter Irina, was ich kenne euch sehr gut, was sie meine Jungen. Agigette. Und Irina hat einen Sohn, er ist 21 Jahre alt. Ja. Aber er lebt in Vilna. Ja. Sie klären nicht, wenn er ruhig ist. Sie klären.
Irina mit dem Sohn sind schon gefroren in Deutschland auf 6 Grad Oschen und sind nicht gefallen gewesen. Thank you. Sind sie kommen zurück. Der Jingle will sehr heraus vor. Versteht ihr? Thank you. Was ist das da? Ja, darf er euch vor. Noch ein Samenkommen zu treffen, einen Cousin in Wilhelm? Ist das kein Wunder. Ein Wunder. Ein Wunder mit dem Mann von Russland, wo die Mama da getroffen hat. Und geblieben hat er. Und geblieben, ja. Ah. Und der Mann von den Zeitungen, da konnte. Ja. Von Vater Mechomet. Punkt. Und er hat mir gewiesen, wir haben gemacht einen Film mit ihm. Hat er gewiesen, dem Ohr, Leben, wo ich sah. Gesagt. Das so, hat doch nie gesagt, ja. Was sie gesagt? Ihr Gedenken, wo jetzt mir geändert wird, jetzt verrennt wird, und das so. Er brennt, sie gewinnt ein Brand. Sie gewinnt ein Lawyer, okay? Sie gab es bei einem Lawyer. Ja, und sie, als sie viel jung, als sie gewinnt allein nicht. Und ihr Englisch, sie gewinnt wie bei einem Lawyer. Ja. Ei, 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 tippen in der Sprache. Ja. Benke, gedenkst du gut, versteht's auch, ja? Was? Bände. No. Du gedenkst dem gut, ja? Ah, erst. Kochen, ja. Barifken in Heiske. Wie? Barifken in Heus, in Spring Glen. Yeah. Ist da ein größer Radio, ein Molles Radio gewesen, ein big piece of furniture, yeah. Was Bentke hat sie gegeben an Matone, wenn Menke trastet. Und wenn ich ihn getroffen habe, hat er erzählt, also er hat gewonnen in der Radio in einem Kurtenspiel. Beim Chief of Police of Passaic. nicht Passaic, Clifton. Clifton, New Jersey. Yeah. Die zwei Chaveren, die sind hier reingekommen sind, Weisner, das sind feine Menschen. Sehr feine. Der Professor. Was ist er, ein Professor? Er ist ein großer Professor von Law. Von was? Law. Er lernt Lawyers. Oh. Jurisprudenz. Ein großer Professor. Oh. Und sie interessiert sich mit Jiddisch. Habe ich noch ein Leben nie gemietet, gut sein. Ja, sie kommt oft da rein. Nicht oft. Aber sie hat sehr lieb zu hören dein Jiddisch. Wie? Er sie hat ein guten Jiddisch? Nein, er hat ein bisschen. Yeah. Aber sie hat sehr roll zu hören, Gershke. Ja, aber sie kommt trotzdem zu mir reden selbst. Ja. Was ist der zweite Name? Weisner. Oh. Ja, Weisner. Also er von Yale, Professor? Ja. Oh. Der Remister Yale. Der auf Law. Was ist das? Sie tut der Psych ein bisschen Weisner? Sie ist gewesen als Sachjahrlehrer, gell? Ich kann nicht. Und sie schreibt Artikel wegen Geschichte. Oh. Und sie hat ein Projekt, sie studiert die jüdische Jugend in Pelm, Vater Mechome. Oh. Das ist interessant. Le Moschel, sie gewinnen einmal Konkursen in Pelm, wo 18-Jährige haben geschrieben Essay, was sie wollen tun mit dem Leben. Yeah. Das ist sehr interessant, weil sie sind umgekommen. Ist, was sie gewinnen, ihre Pläne und ihre Hoffnungen. Oh. Das ist eine teure Sache, aber auch wichtig. Ich sehe einen Experte bei dem. Wie? Da fahrt sie gewusst gleich, Michalishik. Oh. Sie kennt die Gegend. Ich habe gemeint, Michalishik ist gewusst, sie lebt dir. Echt, aber sie gewusst von ihrem Abbewusst. Ja. Michalishik sitzt da in den Neues, das ist nicht gewusst. Was? Itzter in Europe is, schreibt man in die Zeitungen eine Sache wegen Michalishik. Favos. Yeah. Gay weiß. Der Heint ist Michalishik in Belarus. Ja. Yeah. Der Präsident von Belarus, Lukaschenko, macht in Michalishik a nuclear reactor. Oh. Ist am guckt im Internet auf dem Computer auf Michalishki. Da 1000 Artikel wegen dem Atomreaktor in Michalishki. Sie müssen machen, nicht machen, müssen protestieren. Sie geworden ein größer Skandal, weil es sehr non zu Vilne, was ist der Hauptstadt von Litauen.
Michalishki ist ein kleines Städtel, aber auf jener Seite Grenitz. Ja. Aber 40 Meilen von Vilna haben sie mehr. So 60 Meilen. 60? Sech, no, 60 Kilometer, 40 Meilen. Ja. Ungefähr, ja. Ja. Ja, 60 Kilometer. Oder mir sagt, ältere Jeden haben damals gesagt, Wurst. Wie? Wurst. Ne? 40, 60. Wurst. Wurst, ja. 60 Wurst. 60 Wurst. Ja. Wurstlach, ja. 60 Wurst auf Michael, auf Jung, ja. Da steht ein Dorf, da Babic, nicht weit. Das, nicht Babic, Babici, ja. Ja, und auf Jiddisch Babic. Babici. Sie da bei uns als Studentin in Vilna von Michalishik, sie ist ein Jahr 20, und die Familie bei ihr ist Babic. Der Tate ist ein Lehrer, und er ist mit dem, der Tate ist ein Jahr 45 und sie ist ein Jahr 20. Und der Tate ist hier gar nicht von mir vorne. Er hat nicht getrunken schlecht. Nein, weil er ist ein ganz Jahr. Er ist ein junger gewesen, er ist auch geboren. Kima Zachrin, Pamela? Pamela Zachrin. Lass mir verbeten. Nein, sie nicht sehen. Du bist der Gast, also red nicht. I like the bills, the text.